Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Neck. Was haben wir denn da? Aufzeichnung des Spiels wurde pausiert, weil du eine blockierte Szene betreten hast. Oh. Yeah. Aufzeichnung hat wieder angefangen. Hatte ich überhaupt schon aufgezeichnete Szenen oder sowas? Ich weiß gar nicht. Hui! Da hat's mich aber zerfetzt jetzt. Richtig in die Menge genommen, nur richtig kaputt gemacht hat's mich. Moin Jungs! An die Arbeit! Lass mich durch! Ach so, das war... ja. Logisch. Mein Holz. Wow! Immer langsam, Digga! Alter! Gib mir nicht mal Zeit, da hochzukommen. Heute hauen wir auf die Pauke. Zack. Wir machen Bumsfallera. Bis morgen früh. Alter! Ah! Mega Nerv. Reicht mir mit euch. Ungeziefer. Jetzt habe ich dich, mein Freund. Nix da. Nicht mehr mit mir. Bah. Richtig in die Mangel genommen. Ein Leuchtstein. Und da ist das Holz weg. Ich würde so Panik kriegen. Würde ich doch denken, ich fackel ab. Zip. Au. Frisse. Halt. Ein Special. It's going up. Ja, genau. Holz? Holz? Oh nein. Ein Leuchtstein. Ich will aber Holz. Hör! Den habe ich gar nicht gesehen. Lass mir doch mal Zeit. Also die sind schon krass, ey. Weißt du das? Oder ich bin einfach nur zu blöd. Aber... Alter... Also ich glaube, die Entwickler wollten einen zu Weißglut bringen. So. Hat sich die Sache. Oh, geil, Relais.
Anfängerfehler, das gibt's nicht. Gib doch, Maru. Was ein Anfängerfehler. Ey, ganz ehrlich, ich stell bald die Schwierigkeit runter, das gibt's nicht. Man wird von einem getroffen, ist scheißegal, man wird getroffen. Ja, endlich. Ätzend. So, Vorsicht. So. Bin wieder da. Nicht mit mir. Ich glaube, ich habe was mit dem Ofen zu tun. Och nee, sag jetzt nicht, ich hätte mich anzünden sollen. Kann ich mich auch hier anzünden? Oh ja, kann ich. Wow. Wow. Du bist kein Hindernis für mich. Du erst recht nicht. Ah! Ich habe das Gefühl, wir kommen zu bald zu einem Bossfight. Lauf, Nick! Du brennst! Ach nee, sowas schon wieder. Andere Richtung. Oh. Zahnrad 1. So. Dann gönnen wir uns mal Zahnrad 2. Na, hör auf zu ruckeln. Ja. Das war gemein. Nein! Lauf, lauf, lauf! Nein! Scheiße, nein! Du Fotzenhurenkind, das gibt's nicht. Oh, das war... Nein!
Ein Millimeter an... Oh. Das ist doch zum Ficken. Bumst die Oma doch durch die Wand, ey. Scheiße. Ich wusste, ich habe überlegt, soll ich jetzt gleich dahin laufen oder nicht? Der eine Schuss, wenn der nicht gewesen wäre. Ah. Zahnrad 2. Und nun Zahnrad 3. Okay. Na? Jump and Run 3D ist nicht meins. Und da wäre der Ofen gewesen. Ich glaub's nicht. Seufz. Guten Morgen. Mach die Tür auf. So, mal sehen, was wir da haben. Eine Batterie. Ja, die habe ich schon ewig gesucht. Oh, Doppelbatterieteil. Stimmt sogar. Nice. Na. Lalalalalala. Ich bin der König! Ich brauch mehr Geld! Mir fehlt Charlotte furchtbar, weißt du. Sie war wirklich meine bessere Hälfte. Sie hat mich abgehalten, meine völlig verrückten Pläne zu verwirklichen. Lukas. Tut mir so leid, dass wir in diesem Schlamassel stecken. Ja, mir auch. Wann haben Sie sie denn verloren? Muss jetzt 20 Jahre her sein. Lange vor deiner Geburt. Hä? Ich traf sie, als wir zusammen ein Auto entwarfen. Es war die perfekte Mischung aus Schönheit und Kraft. Als der Wagen dann fertig war, waren wir beide verliebt. Tatsächlich haben wir sogar Nex Kugel zusammen entdeckt. Ich hatte seit Jahren in tiefen Höhlen nach Relikten gesucht, weil ich einfach alles über ihren Ursprung erfahren wollte. Und eines Tages kam Charlotte mit mir. Und wir machten eine unglaubliche Entdeckung. Nur einen Moment später zitterte der Boden. Eins dieser tiefen Erdbeben, die ab und zu auftreten können. Charlotte! Und sie stürzte in die Tiefe. Ich suchte sie Woche um Woche. Und hab nie eine Spur entdeckt. Und es gab nie eine andere Frau für Sie? Wie hätte das gehen sollen? Sie war klug, talentiert und wunderschön. Weißt du, ich habe den Mund gehalten, weil keiner glauben soll, dass ich den Verstand verliere. Aber wenn ich an Ihre Arbeit denke, wie dieses Auto, und dann an die Koboldwaffen,
Und die Panzer. Also, ich weiß, das klingt verrückt. Aber ich erkenne Ähnlichkeiten. Also, wenn Sie das sagen, glaube ich es. Aber wie? Sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge, ne?